Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel zwischen dem Deggendorfer SC und den Star Bulls Rosenheim. Endstand 4 zu 5 nach Penaltyschießen für die Star Bulls Rosenheim. Ich darf recht herzlich begrüßen John Sisinski, Trainer der Star Bulls, und Jirschi Ehrenberger, Trainer des DSC. Ja, John, Glückwunsch zum knappen Sieg. Deine Analyse bitte. Guten Abend. Ich glaube, wir haben bekommen, was wir verdient gehabt haben. Ich war mit unserer Art und Weise nicht zufrieden heute. Ich will nicht, dass das arrogant klingt, aber wir waren defensiv wirklich nicht stabil. Wir sind oft oder in gewissen Phasen sind wir geschwommen. Die Ergebnisse, zumindest nach dem zweiten Drittel, hat für mich den Spielfluss nicht gespiegelt. Wir waren sehr effektiv mit unseren Chancen. Deggendorf hat oft 100%ige Chancen, die nicht geschossen haben oder einen extra Pass versucht haben. Und ja, im letzten Drittel, dieser Überzahltor hat Deggendorf Momentum gegeben. Ich glaube, was war das? 3 Tore in 5 Minuten. War ärgerlich, auch nicht nötig. Ich freue mich über die Zusatzpunkt, aber ich habe auch in jeder Drittelpause gesagt, das war nicht die Eishockey, die wir spielen wollten. Das war zu offen, zu Chancen tauschen auf beide Seiten, und wir sind am Ende dafür bestraft. Du hast dann nach dem 4:3 auch euren Goalie gewechselt. Was war da der Grund? Wolltest du die Mannschaft wachrütteln oder einfach nochmal was? Ja, es war einfach ein kurzer Weckruf an die Mannschaft. Chris Kollartz ist ein junger Torhüter. Okay, die Stimmung ist wirklich durch die Decke gegangen nach diesem dritten Tor. Ich wollte einfach die Mannschaft wachrütteln und ja, bis das unglückliche vierte Tor, der glaube ich von unserer Spieler, die Helm reingegangen ist, hat das gut funktioniert. Ja, ich freue mich über die Zusatzpunkt, aber ärgerlich, um eine 4-0-Führung aus die Hand zu geben. Vielen Dank für deine Analyse. Jirschi, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Ja gut, vielleicht zu Arizona. Wir haben jetzt nach der gezwungenen Spielpause zwei Spiele am Wochenende. Einmal 2 Tore Rückstand, heute 4 Tore Rückstand. Und trotzdem haben wir noch den Weg gefunden, zurück ins Spiel zu kommen. Und ja, das ist sicherlich das, was sehr positiv ist. Na, wir haben gegen zwei Top-Mannschaften gespielt, die in der Tabelle verdient so hoch stehen. Gut, zum heutigen Spiel. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut angefangen, ohne Wenn und Aber. Na, wir haben sehr gute Akzente gezeigt. Aber du gehst in die Pause, 3 Tore Rückstand. Ja, gut, vielleicht waren wir nicht so genug konsequent von unserem Tor. Ja, das hat Rosenheim knippelhart ausgenutzt. Aber wir haben gewusst, dass dieses Zwischenergebnis nicht unbedingt dem Spielverlauf oder dem Bild im ersten Drittel entsprochen hat. Na, und ich sage, nach 2 Drittel, 4 Tore Rückstand, aber die Mannschaft hat weiterhin irgendwie an sich geglaubt. Und ich glaube, wir haben auch, das war sehr wichtig, dass wir das erste, das zweite Tor zum richtigen Zeitpunkt geschossen haben. Gleich am Anfang, dann kommt noch schnell das dritte Tor, und das hat uns natürlich schon ein bisschen wieder die Beine gemacht. So haben wir das Spiel bis in Penaltyschießen gebracht. Ich glaube, in der Verlängerung haben wir vielleicht die erste 2-1-Situation gehabt, wo wir vielleicht eine Chance rausspielen konnten. Ist nicht passiert, und beim Penaltyschießen, das ist halt Penaltyschießen, ab und zu springt dir die Scheibe vom Schläger, weil doch ziemlich viel Schnee auf dem Eis ist. Ich glaube, das war der Fall beim Lukas. Aber ich sage, insgesamt 6 Tore im Rückstand und 2-mal zurück ins Spiel gekommen. Und da glaube ich, verdient die Mannschaft trotz einem Punkt auch ziemlich Respekt und Anerkennung. Thomas Greilinger war heute nicht dabei. Was kann man bei ihm sagen? Ja gut, Thomas, Gottes Willen, der Thomas hätte vielleicht alles getan, um zu spielen. Aber ich glaube, vernünftig war, dass er jetzt pausiert. Wir haben jetzt ein richtig volles Programm vor uns. Ich glaube, dass ihm jetzt die Pause 2-3 Tage gut tun wird, und dass er, wenn nicht am Dienstag, dann eventuell am Freitag wieder zurück in die Mannschaft zurückkommen kann. Du hast dann den Jonas Stern und den Kevin Lengle zum Wochenende auch ins kalte Wasser geworfen. Beide haben in der ersten Reihe verteidigt bzw. gestürmt. Was kannst du zu ihnen sagen?
Ja gut, die sind, klar, sind junge Burschen, ich glaube, ich weiß nicht, so 17 Jahre oder ist Burschen, sind jung. Ja, sind regelmäßig beim Training bei der ersten Mannschaft und ich glaube, da hat Eggendorf wieder in der Nachwuchsabteilung sehr gute Arbeit geleistet. Na, das sind zwei sehr junge Spieler, die in meinen Augen gute Eishockey-Perspektive haben. Na, und es ist erfreulich, ja, dass die uns jetzt auch so helfen, ja, wenn der eine oder andere Spieler vielleicht nicht so gut drauf ist oder ausfällt. Na, und egal ob Kevin oder heute Jonas, ich glaube, die haben heute fast 60 Minuten beide, ja, haben sehr, sehr, ja, der Mannschaft geholfen, ja, dass wir diese Ergebnisse erzielt haben. Vielen Dank für dein Statement und ja, John, bei euch, Curtis Leinweber ist nicht dabei, ich meine, er ist verletzt. Der Trotter, Brock Trotter, war heute auch nicht dabei. Was war bei ihm? Curtis hat noch kein grünes Licht von der medizinischen Abteilung von Return to Play und Trotter ist seit Freitag angeschlagen. Wir müssen schauen, ob er für Mittwoch wieder dabei ist, aber ja, der könnte auch heute nicht spielen. Es ist ja so eine typische Geschichte, die eigentlich nur der Sport oder das Eishockey schreibt. Ja, da hat früher der Steven Schäfer hier gespielt, hat knapp 60 Tore, wenn ich es richtig nachgelesen habe, für den DEC damals noch geschossen. Heute kommt sein Sohn hierher und macht dann gleich für sein erstes Tor in Deutschland. Ja, vielleicht kannst du zu ihm auch noch ein paar Worte sagen. Ja, Brett ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der will seine Chance in Deutschland nutzen. Ja, wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat. Man sieht, er bringt Energie, der spielt körperbetont, der hat einen guten Handgelenkschuss. Ja, und dann war er heute für seine Arbeit belohnt. Das freut mich auch, dass es hier in Deggendorf war, aber er würde uns helfen. Für euch steht im Spielplan noch drin, dass es am Dienstag in Höchstadt weitergeht. Ist Mittwoch? Mittwoch ist Dienstag, zu Hause Mittwoch. Höchstadt, Freitag in Höchstadt. Steht es noch? Oder? Laut meiner letzten Infos, wir spielen am Mittwoch. Okay. Für uns geht es am Dienstag nach Peiting. Ist relativ kurzfristig jetzt auch im Spielplan zu sehen. Ist für uns, denke ich, ein ganz wichtiges Spiel in Peiting. Gut, jedes Spiel ist wichtig. Na, jetzt, vor allem jetzt im Februar, wo wir echt jede Woche drei Spiele haben. Na, und ich hoffe ja, dass der eine oder andere Spieler auch zurückkommt. Na, wir haben noch zwei junge Spieler jetzt nicht im Training, nicht im Kader. Und da hoffe ich eben, ja, dass wir ja, jetzt in diesem Mammutprogramm auch eventuell sogar die vierte Reihe auf die Beine stellen können. Na, und im Peiting, ja, ist egal, wohin wir hinfahren. Na, es wird immer schwer sein, es geht immer 0-0 los. Du musst Vollgas geben. Na, und es wäre schön, wenn wir vielleicht ja, nicht immer so wie jetzt am Wochenende so ja, Rückstand irgendwie noch wettmachen müssten. Na, weil es gelingt auch nicht immer. Ne? Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Dienstag um 19.30 Uhr spielen wir in Peiting und dann am Freitag hier wieder in Deggendorf gegen Memmingen, wenn nichts dazwischen kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen allen noch einen schönen Sonntag und ja, sehen uns dann hier an gleicher Stelle wieder am Freitag gegen Memmingen. Vielen Dank, schönen Abend. Ciao, servus.